Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr in der Überschrift vielleicht schon gelesen habt, geht es heute mal wieder um einen kleinen Haul. Und diesmal ist er wirklich klein, also ich habe nicht viel eingekauft diesen Monat. Und beziehungsweise eigentlich schon, ich hatte schon ein Video abgedreht. Aber diese Produkte haben mich noch interessiert und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und ja, jetzt starten wir los mit den Produkten. Als erstes habe ich mir diese Taschentücherbox hier bestellt, die habe ich mitgenommen bei Rossmann und die sieht einfach mega süß aus. Ja, hat mir sehr, sehr gefallen und freue ich mich, dass ich die mitgenommen habe. Von die Make-up habe ich mir noch neue Wattepads mitgenommen, weil ich einige aufgebraucht habe. Und da habe ich bei DM diesen Aufsteller noch gesehen mit diesem Panda drauf. Ich glaube, ich war jetzt so eine Limited Edition und ich mag die D-Make-up Watte Pads für die Augen sehr, sehr gerne, weil sie wesentlich weicher sind als die von Rossmann und die von DM und komme damit einfach besser zurecht für meine sensiblen Augen. Dann gab es ja bei der Glow hat ja die Nivea diese Produkte hier rausgebracht und zwar das Nivea Glow Happy Shake Augen Make-up Entferner, entfernt sogar wasserfestes Make-up. Wie ihr seht, ich habe den auch schon ein paar Mal verwendet. An sich finde ich den super gut, ich muss aber dazu sagen, ich vertrage ihn nicht jeden Tag, also meine Augen sind halt wirklich sehr, sehr sensibel, aber wenn ich jetzt wirklich wasserfeste Mascara trage oder Mascara, die einfach hartnäckiger ist, dann verwende ich den hier ganz gerne. Ja, von Nivea gibt es ja auch diesen Magic Mousse Reinigungsschaum, reinigt gründlich und spendet Feuchtigkeit. Ja, ich habe mir letztens erst von Alverde einen Reinigungsschaum geholt, den finde ich auch super. Den habe ich jetzt auch schon zweimal ausgetestet und der riecht nach Nivea-Creme. Richtig, richtig lecker, richtig schöner Schaum. Die Haut fühlt sich danach nicht ausgetrocknet an. Sie ist schön mit Feuchtigkeit versorgt, also finde ich bis jetzt richtig, richtig gut. Und das dritte Produkt aus diesem Bunde durfte auch noch mit. Und zwar ist es dieser Beauty Primer von Nivea. Für trockene und sensible Haut. Das kommt in diesem Döschen daher. So sieht es aus. Und die Creme, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt, die hat so eine, ich wackele jetzt einfach mal, so eine gelige Konsistenz. Man braucht ganz, ganz, ganz wenig. Riecht auch, also nicht direkt nach Nivea-Creme, sondern auch um bisschen anders, aber sehr, sehr angenehm, sehr dezent, also überhaupt kein starker Duft. Und ja, habe ich bis jetzt noch nicht oft ausprobiert, möchte ich aber auf jeden Fall noch weiter testen und spätestens in einem aufgebraucht, werdet ihr davon erfahren, wie ich es fand. Ja, noch ein Produkt von Nivea und nein, ich werde nicht von Nivea gesponsert, keine Panik, ist hier die Summer Lotion. Oder Body Lotion in Sommerliebe, so. Und die ist mit Melonenduft und ich liebe Melonenduft. Oh, die riecht so lecker, Leute. Also ganz, ganz, ganz toller Duft. Und die Nivea Body Lotions brauche ich auch wirklich auf. Also es sind wirklich wenig Body Lotions, die ich wirklich, wo ich auch gerne mich einfach eincreme, wo ich sage, ja, das macht Spaß, mich einzucremen, weil ich hasse Eincremen. Ich hasse dieses Gefühl auf der Haut, dieses Bappige, mag ich überhaupt nicht und das habe ich bei den Nivea-Cremes eigentlich gar nicht, außer bei der originalen blauen. Die ist halt sehr, sehr dick. Ja, aber diese anderen Cremes hier bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Dann, ja, Instagram made me buy it, wie man so schön sagt. Ich habe es gesehen und es hat mich auf jeden Fall angesprochen und deswegen durfte das jetzt auch mit und zwar hier von Creme 21. Das Duschgel in Blumenmeer, Wildblumenwiese, so nennt sich das. Da gab es auch verschiedene Sorten und hier steht auch extra drauf, also wer darauf achtet, ohne Mikroplastik. Und das hat so ein, ja, ganz, ganz leicht blumig. Also jetzt nicht so, dass man sagt, das wäre jetzt total blumig.
sehr angenehm, sehr dezent, einfach so nach frisch geduscht, denke ich. Und da bin ich auf jeden Fall mal schon gespannt, wie das unter der Dusche ist. Und ja, hier steht auch hinten nochmal drauf, für Veganer geeignet, selbstverständlich nicht an Tieren getestet, hergestellt in Deutschland, pH hautneutral, gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Und hier steht auch nochmal extra drauf, Tierversuche für kosmetische Mittel sind in der EU verboten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Deo war, liebe Hanna, was du mir empfohlen hattest. Ich war mir jetzt echt nicht mehr sicher, aber ich glaube schon, ne? Das Dove Summer Breeze, weil ich letztens gesagt habe, ich mag Dove Deos so gerne. Und zwar ist es von Dove, die Limited Edition Summer Breeze, tägliche Frische mit 1/4 Pflegecreme, Apfel- und Magnolienduft. So sieht das aus. Vom Design her natürlich mega schön. Und der Duft, ganz, ganz, ganz toll. Also richtig, richtig frisch, lecker. Ganz, ganz toller Duft. Und man hat auch nicht das Gefühl, so nach einem halben Tag, man stinkt jetzt wie ein Iltis. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen und werde ich mir auf jeden Fall noch Backup sichern. Ja, ich habe jetzt nur noch 4 kosmetische Artikel. Und zum einen habe ich mir von Nivea die BB 24 Stunden Feuchtigkeit 5 in einem Bellmischballen gekauft. Die kommt eigentlich in so einem Umkarton, den habe ich jetzt leider schon weggeschmissen. Und zwar ist das für helle Hauttyp mit Make-up-Pigmenten, spendet Feuchtigkeit, glättet, deckt ab, perfektioniert und schützt. Ich hatte mir gedacht, ich hole mir das einfach um für den Alltag einfach schneller mit dem Make-up fertig zu werden, ne? Weil gerade die Make-up-Base dauert halt wirklich sehr, sehr lange, bis sie schön eingearbeitet ist, bis das alles schön sitzt. Und da habe ich mir halt einfach gedacht, ach komm, holst du halt mal so eine BB-Cream. Ja, ich habe das Ganze vor Jahren schon mal ausprobiert und habe immer festgestellt, dass auch der helle Hauttyp einfach zu dunkel für mich ist. Und es ist auch leider wieder hier der Fall. Aktuell so frisch mit der Sommerbräune, sondern mit dieser schönen Winterblässe ist mir das einfach noch zu dunkel. Also es fehlt nicht viel, aber trotzdem ein bisschen. Ich denke aber, dass jetzt noch so 2-3 Wochen, wenn ich dann in die Sonne gehe, dass das auf jeden Fall dann besser passt. Und ja, an sich finde ich es vom Tragegefühl her, von der Feuchtigkeitsspende alles super, also kann ich wirklich nur empfehlen, aber einfach für meine Haut aktuell noch nicht geeignet. Ja, und dann waren wir auch gestern beim DM und da gab es dann, oder beziehungsweise da haben sie gerade wieder die LE aufgefüllt und da habe ich mir natürlich gleich 2 Produkte geschnappt, weil die haben mich wirklich interessiert. Der Rest, ja, kann man machen. Braucht man jetzt aber nicht. Also die Lidschattenpalette war auch sehr, sehr schön. Aber es sind halt einfach Farben, die habe ich schon. Und ich bin mit den Essence-Lidschatten meistens nicht so zufrieden wie jetzt mit anderen. Und wie gesagt, ich habe vergleichbare Farben. Deswegen brauche ich es nicht. Genau. Aber ich wollte den Bronzer ausprobieren. Das ist dieser hier. Und das ist die Adventure Awaits LE. Get Sun Kissed Jumbo Pro. Jumbo Bronzer und ich habe die 02 Hour Happy Place genommen. So sieht der aus. Und so sieht das Ganze von innen aus. Und da ist im Endeffekt einmal so ein Bronzeton dabei und ich finde auch so ein Highlighter im Endeffekt. Ich gehe jetzt mal durch beide Farben durch. Das Ganze kommt dann so daher. Rutschen wir das jetzt einfach mal. Also es ist wirklich ein dezenter Bronzeton, sehr, sehr warm. Also für den Sommer passt die Farbe optimal. Gefällt mir richtig gut und hat so einen leichten Glanz drin. Keine Glitzerpartikel, was ich echt super finde. Ups. Also wenn ihr einen Bronzer sucht, der schön hell ist, schaut euch den mal an. Das ist wie gesagt die 02 Hour Happy Place. Und ich habe mir auch noch den Blush mitgenommen und das ist ein Metallic Blush in der Farbe 01 Wanderlust Feeling. Und der sieht so aus. Also hat auch eine richtig schöne Prägung hier mit dem Weltkartenmuster.
So sieht es auf dem Finger aus. Und dann swatchen wir den einfach mal hier daneben hin. Also auch sehr, sehr dezent. So leicht rosé, ein bisschen metallic mit drin. Aber ganz, ganz schöne Farbe. Gefällt mir gut. Ups. Was ich aber jetzt noch zu beiden Produkten sagen kann, ist, dass ich die Verpackungen diesmal sehr, sehr billig finde. Ich hatte auch vorher einen in der Hand, da war das Plastik innen schon abgebrochen und da war noch kein Kunde dran, weil wie gesagt, ich habe gerade gesehen, wie die Dame von DM die aufgefüllt hat. Und mir ist hier gerade auch ein Plastikstück hier abgebrochen irgendwo. Das ist nämlich gerade runtergefallen, also sehr, sehr billig diesmal verarbeitet. Also da hat man schon bessere Verpackungen von Essens gehabt. Auch hier, also man hört es ja, ne? Also es ist wirklich sehr, sehr billig. Und wenn ich jetzt hier reingehe, das Pfännchen ist nur ganz leicht festgeklebt. Das heißt, irgendwann wird der Kleber nicht mehr halten und dann fällt das Ding raus. Was ich jetzt nicht so cool finde. Aber gut, die Dinger haben... Also ich glaube, der hat 4,95 gekostet und der hat 3,95 gekostet. Und im Endeffekt geht es ja ums Produkt, was innen drin ist. Aber einfach so fürs Feeling fand ich die Verpackung jetzt nicht so toll. Und wir kommen auch schon zum letzten Produkt. Und zwar ist es von Love ein Hurtful Healthy Glow Blush in der Farbe 010 Charming Rose. Ganz, ganz tolle Verpackung. Also im Vergleich zu Essence natürlich... wesentlich besser. Hat auch einen kleinen Spiegel hier innen drin. Und weswegen ich den mitgenommen habe, unser Müller hat die Love-Tagge oder die Love-Tagge wandert da raus. Da kommt, ich glaube, The Balm kommt jetzt zu Müller rein, wenn ich das richtig gesehen habe bei Instagram. Gibt es bei einigen schon eine The Balm-Tagge. Und bei uns war halt noch die Love-Tagge gestanden vor 2 Wochen. Und 50% auf alles. Leider war die Tagge schon ziemlich ausgeräumt. Es waren noch Bronzer da, die hätten mich auch interessiert, weil ich den Bronzer sehr, sehr gerne hätte von Love. Allerdings nur die dunkelste Farbe. Ja, und ich wollte jetzt nur, damit ich den habe und etwas spare, nicht kaufen. Deswegen habe ich mir nur diesen Blush hier mitgenommen. Das ist die Farbe. Ich habe den auch schon ein paar Mal verwendet. Und der ist ganz, ganz schön. Also wirklich schön weich. So ein richtig schöner Roséton. Ganz, ganz leicht. So sieht der am Finger aus, also an dem Ringfinger hier. Und ich swatche euch den mal, ich glaube, hier hin. So, also man sieht hier wirklich auf der Hand, also so am Swatch sieht man jetzt nicht viel. Aber ich finde, auf dem Gesicht macht sich der richtig, richtig gut. Gerade wenn man leichtes Tages-Make-up trägt, macht der einen richtig tollen Job. Und mag ich sehr, sehr gerne. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt auch schon alle Produkte, die ich mir noch gekauft habe in der letzten Zeit. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.